was dieses Fahrzeug alles für einen Umbau oder beziehungsweise was wir in dieses Fahrzeug alles einbauen, da können wir wirklich gespannt sein, weil auch für uns ist es ein echt tolles Projekt. Morello Palace, funkelnägelnagelneu. Das Fahrzeug steht jetzt ein paar Tage hier. Der kriegt von uns einen richtig schönen Umbau und was wir da alles machen, da nehme ich euch mal mit. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Michael von Mika Caravan aus Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist einmal wieder Zeit für ein tolles Video und das wird ein, denke ich mal, Mehrteiler, weil ein großes Projekt bei uns vor der Tür steht. Und das habe ich gerade im Vorspann schon mal kurz angedeutet, ein Morello Palace. Da möchte ich mal Roomtour in Anführungszeichen, euch einfach mal mitnehmen, wie so ein Fahrzeug aufgebaut ist, was so die leichten Unterschiede sind und was man an dem Fahrzeug trotz alledem, weil man denkt ja Morello Palace, was baut man da noch alles um, das will ich euch alles zeigen und da will ich euch mal mitnehmen, was wir da alles dementsprechend noch modifizieren oder modifizieren können. Die Kunden nutzen das Fahrzeug ganzjährig. Sie haben vorhin das Fahrzeug quasi einzuziehen. Und da muss man natürlich schon ein paar Vorkehrungen treffen, um dass man das auch dementsprechend gewährleisten kann. Man braucht eine Autarkie, man braucht Strom, man muss das ein oder andere bedenken. Und ja, da will ich euch einfach mal mit auf die Reise nehmen. Gleichzeitig möchte ich euch noch einen kleinen lustigen Vorspann nehmen. Das machen wir, glaube ich, im Vorfeld. Wir hatten wieder Besuch von Markus Fan for Van. Auch da haben wir wieder einen tollen Einbau gemacht. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich packe das alles in ein Video, weil der Markus macht nochmal ein separater Video. Da möchte ich euch bloß mal so leicht anteasern, weil ich habe in Markus selber noch nie arbeiten sehen, aber das war dieses Mal das erste Mal und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Nein, Quatsch, Spaß muss sein. Und jedenfalls möchte ich euch mal das Fahrzeug, den Morello, ein Stück weit näher bringen, was man alles beachten muss beim Umbau und auch während den Umbauphasen immer mal euch mitnehmen. Also, fangen wir einfach mal an. Ja, hier sehen wir unseren Markus in unserer Werkstatt. Der neue Praktikant übt sich erstmal natürlich an seinem eigenen Fahrzeug und da baut er ganz wilde Dinge ein. Das werdet ihr noch in seinem Video sehen. Und was war sein Kommentar kurz vor? Fertig! Es braucht, das ist ganz wichtig, wenn vor einem ein Kleinbus verunglückt ist auf der Autobahn, weil das Kühlerwasser einfach aufgebraucht ist und da befindet sich eine schwedische Nationalmannschaft Volleyball der Damen drin, dann sicherst du als allererstes die Unfallstelle ab. Das ist damit gegeben, ist natürlich nicht strafenzumäßig, egal, aber du kannst dich dann perfekt in aller Ruhe um die hysterischen Damen kümmern, kannst das Kühlwasser auffüllen und bist dann der Superhero. Wahnsinn. Also das ist der Plan. Guten Tag, meine Damen und Herren. Aber der Markus beim Arbeiten, das ist echt krass. Das hat man nicht oft, gell? Nee, das habe ich noch nie erlebt. Ja, aber es ist halt auch geil, weil ich lerne da echt viel. Ohne Witz, es ist so schön bei euch. Herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich geil. Schön. Aber ja. Jetzt habe ich schon mal eine Wir lassen ihn lieber mal in Ruhe weiterschaffen. Ja, und hier sehen wir Markus bei seiner Arbeit, wie er für seinen Kanal die Videos dreht, was er alles in seinem Fahrzeug verbaut. Aber das seht ihr natürlich auf seinem Kanal, Markus Fan for Van. Und da dürfen wir auch schon alle gespannt sein, was er sich da wieder Neues ausgesucht hat und bei uns in der Werkstatt mit unserer Hilfe verbaut hat. So, und nun starten wir mit unserem Morello-Umbau. Mal sehen, was wir da alles anstellen. Jetzt fangen wir hier außen einfach mal an und wir sehen hier schon die Klappe. Hier haben wir einen kleinen Booster hängen und ein paar Elektro-Geschichten, wo wir hier natürlich
bisschen modifizieren müssen, weil wir bauen das Fahrzeug natürlich um. Der Booster hier wäre viel zu klein, denn das Auto bekommt von uns natürlich richtig Power. Wir bauen hier knapp 1300 Amperestunden Lithium-Batterien ein und da muss natürlich richtig was passieren. Also, was machen wir da? Master Slave LBR 60 mit insgesamt 120 Ampere Ladestrom. Wie das Ganze dann ausschaut, das können wir dann mal innen drin ausschauen. Da schauen wir jetzt mal kurz in die Heckgarage. Machen wir mal auf. So, dann nehme ich euch hier mal rein mit. Hier haben wir schon ein bisschen modifiziert angefangen. Hier oben kriegt er auch zweimal Wechselrichter mit je 3000 Watt und 200 Ampere Ladestrom. Hier unten wird das Batteriefach. Hier kommen die ganzen Akkus rein. Viermal 320 Amperestunden. Da muss man natürlich ein bisschen vorsorgen. Und ja, ihr seht hier Kabel, 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 wenn neue Displaykabel gezogen, neue Stromkabel, alles müssen wir reinziehen, wird dann auch sauber alles verblendet, damit es alles sauber und ordentlich ausschaut. Hier hinten haben wir schon die kleine Waschmaschine hängen. Klar, wenn man drin lebt, macht es natürlich absolut Sinn, dass man auch eine Waschmaschine an Bord hat, damit man mal zwischendrin so die grobe Wäsche auch mal durchwaschen kann. Also echt eine tolle Geschichte. Somit heißt hier natürlich Stromverbrauch. Die ganzen Akkus machen natürlich nur Sinn, wenn wir auch gewährleisten können, damit wir es wieder gefüllt bekommen. Und da klatscht man dann aufs Dach nochmal 9 bis 10 Platten von WCS, die 130 Watt Peak Hochvolt Module, die da äußerst effizient dafür sind. Und die bauen wir dann dementsprechend ein. Also das ist ein richtig tolles Paket, wo man sagt, okay, da kann man richtig was damit anfangen. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum zwei Wechselrichter mit je 3000 Watt? Natürlich ganz klar, das Wohnmobil hat eine Waschmaschine, das Wohnmobil hat einen Kaffeeautomat, das Wohnmobil, da drin lebt man, man hat natürlich stetigen Verbrauch und man möchte natürlich hier nicht an seine Reserven kommen. Drum machen wir hier mehrere Kreise. Wir trennen das Ganze, dass man nämlich Waschmaschinen laufen lassen kann, Kaffee machen kann, sich auch mal einen Föhn ziehen kann und gleichzeitig aber auch die Dachklimaanlage laufen kann, ohne dass der Wechselrichter an seine Grenzen kommt. Und da macht es natürlich dann Sinn, das Ganze zu splitten und zu sagen, wir machen zwei Wechselrichter, damit man hier dementsprechende Autarkie voraussetzen kann. So schaut das Ganze hier in der Heckgarage aus. Später schaut es natürlich alles schick aus. Man sieht hier nicht mehr viel davon. Es ist immer schade, dass man dann nur noch Kleinigkeiten sieht von der ganzen Technik. Aber ist natürlich zwingend notwendig, wenn wir in die Autarkie gehen wollen. Jetzt schauen wir mal kurz ins Innere des Fahrzeuges, weil da tut sich nämlich auch sehr viel. Ja, was ist der Unterschied von so einem Fahrzeug? Das sehen wir natürlich hier sofort an der Größe, wie lange ich schon brauche, bis ich zu euch laufe. Aus dem Dunkeln heraus ist natürlich ellenlang. Ich müsste jetzt genau lügen, ich glaube, das Fahrzeug hat 9 Meter irgendwas. Ist natürlich schon eine Nummer, so ein Auto. Also von der Größenordnung her, hier vom Raumgefühl, ist natürlich wirklich toll. Da kann man sich's wirklich gut gehen lassen. Und man hat hier Platz ohne Ende. Was verbauen wir hier alles in dem Fahrzeug? Da nehme ich euch jetzt mal auf die Hand, weil hier herin passieren natürlich auch noch ein paar Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten deswegen, man sagt immer Kleinigkeiten, aber das sind gar nicht so viele Kleinigkeiten. Also ihr seht schon, hier werden die ganzen Display-Anordnungen natürlich sich verändern, weil wir hier natürlich Wechselrichter-Displays brauchen. Das kommt raus, weil das ist der ehemalige Wechselrichter von Morello, der kommt natürlich weg. Der wird bleiben, ist ein Batteriecomputer, das funktioniert. Dafür wird aber noch was anderes dazukommen. Dann hier an die Decke kommt ein Ausschnitt rein, da machen wir die Klimaanlage rein. Wenn natürlich die Klimaanlage zu viel Strom braucht, machen wir gleichzeitig hier im Küchenbereich auch noch hier einen WCS-Lüfter rein. Damit auch hier gewährleistet ist, man kann einmal lüften, Kochdunst und so weiter, gleichzeitig im Bad die Duschdunst rausbringen. Aber wenn es mal richtig heiß ist, eben auch eine Klimaanlage, damit man hier
auch kühlen können. Dann hat das Fahrzeug hier natürlich auch noch eine Kombigerät, sprich Mikrowelle und Grill und so weiter, der elektrisch funktioniert und auch der soll natürlich über einen Wechselrichter funktionieren. Jetzt sind wir schon dabei. Hier haben wir eine Mikrowelle, Klimaanlage. Hier kommt noch ein Kochfeld, was sich die Kunden jeweils rausstellen. Es ist kein fest verbautes Kochfeld, aber doch eine Induktionsplatte. Auch das soll funktionieren. Dann haben wir natürlich noch die Kaffeemaschine, einen Föhn und ein paar andere Details. Dann verlegen wir hier in dem Fahrzeug, weil der Kunde natürlich in dem Auto wohnt, auch noch viel LAN-Kabel, weil dementsprechend auch ein Server hier installiert wird, der 24 Stunden laufen muss. Also auch das wird passieren. Und dann kommen natürlich noch die ein oder anderen Steckdosen. Hier wird der Router verbaut in dem Schrank. Drum klebt hier der Zettel. Das wird hier hinten verbaut werden. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, Steckdosen und so weiter. Ich müsste jetzt die ganzen Pickerl zoomen, die wir überall verklebt haben. Hier hinten haben wir den Schlafbereich. Auch schick, gell? Also ich finde es ja schon toll. Und hier fällt uns auf, dass wir das Badezimmer haben, jedoch ohne Toilette. Warum? Weil wir hier eine Glissana montieren. Auch da hat Morello schon die Toilette weggelassen. Es ist zwar alles vorbereitet, damit man die Zahacker wieder montieren kann, wenn der Kunde oder wenn er mal verkauft werden sollte. Aber der Kunde selber möchte hier jedoch eine Glissana haben. Drum werden wir das auch so montieren. Wir müssen nur noch eine neue Stromleitung reinziehen. Dann kommt hier die Glissana hin. Hier oben machen wir das Display mit. Freundlicherweise hat uns das Morello gleich mitgeliefert. Und da kommt das Display sauber rein. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann, wie gesagt, nur ein paar Steckdosen. Dann schauen wir mal schnell in die Front vom Fahrzeug. Weil hier haben wir auch eine Kleinigkeit. Genau, da kommt zum Beispiel eine USB-C-Dose hin. Hier kommt auch USB-C hin, hier kommt ein Schalter für die Treppe nochmal separat hin. Das ist ein bisschen dumm gelöst, finde ich, weil die Treppe ist hinten. Da kann man die ein- und ausfahren, aber leider nur von der Eingangstüre aus. Finde ich ein bisschen schade, weil es macht natürlich schon Spaß, wenn man das hier hat, weil wenn man die mal vergisst einzufahren, muss man jedes Mal aufstehen. Das ist dann ein bisschen anstrengend. Dann kriegen wir hier noch USB-A und USB-C. Also ihr seht, auch hier in der Front wird sich einiges tun. Ist ein Iveco-Fahrgestell, schaut schön aufgeräumt aus, muss man wirklich sagen. Dann haben wir hier schon die neuen Spiegel mit den Monitoren, wo außen bloß noch die, man sieht es jetzt von hier gar nicht, Kameras montiert sind. Also echt schick. Also alles in allem natürlich wirklich ein tolles Fahrzeug, muss man ganz ehrlich sagen. Hat hier wirklich viel Spaß. Hier hat man eine große Sitzgruppe mit viel, viel, viel Stauraum, weil kein Hubbett drin ist. Das Fahrzeug ist für zwei Personen ausgelegt. Also wirklich insgesamt ein tolles Projekt, was wir hier haben. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Begonnen hat es schon. Wir sind da richtig dran. Und ja, da nehme ich euch natürlich jederzeit immer so ein bisschen mit. Ich habe schon erwähnt, aufs Dach kommen 9, wenn sie drauf passen, 10. Wir müssen jetzt das Dach morgen mal vermessen. Solarplatten drauf. Das ist natürlich ein Rechenexempel. Das sind roundabout 1200, 1300 Watt Peak, was da dann an Energie runterkommt. Dementsprechend müssen ja die knapp 1280 Amperestunden wieder gefüllt werden. Das eine Mal durch Ladebooster, natürlich durch die Solaranlage. Und wir versuchen natürlich, unseren täglichen Bedarf wieder reinzuholen. Und das braucht natürlich Solarplatz, also Solarfelder. Und kann man jetzt sagen, dass das, ich glaube, wenn das Wetter einigermaßen passt, wird es ein tolles Spiel werden. Da kommt man 0 auf 0 rauf, da funktioniert es, hat auch gute Autarkie, aber drum auch der große Akkubaustein, weil es ist natürlich auch wie heute, regnet, muss das Ganze natürlich gewährleistet sein, dass es funktioniert. Ich bin schon richtig gespannt, wie das Spiel ausgehen wird von der Autarkie her. Also ich bin guter Dinge von März bis gut Oktober, gut von November
Dezember, Januar, Februar kommt es immer darauf an, wo steht man mit dem Fahrzeug. Und hier in Deutschland wird es dann wahrscheinlich ein bisschen eng werden, aber muss man natürlich rausfinden, wie das dann weiter funktioniert. Ich jedenfalls habe schon ein paar Mal gesagt, ich finde es ein ganz tolles Projekt. Wir haben die Woche schon mal einen Morello gebaut, den Loft. Der hat auch 2x 188 Amperestunden bei uns bekommen. Da blende ich euch mal ein Bild ein. Ein Ladebooster hat er von uns bekommen und auch Solarregler-Update und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten noch. Und er hier bekommt auch nur Mobilade aus Schub und so weiter. Also der bekommt da noch viel mehr. Aber bei all den ganzen Umbauten nehme ich euch natürlich immer wieder mit und wird eine ganz interessante Geschichte. Wo wir uns natürlich auch noch riesig freuen, auch der Kunde sich riesig freut, ist natürlich auf das WCS-Bussystem. Auch das wird hier Platz finden, wenn wir das dann auch kriegen. Wird ja nicht mehr allzu lang dauern, dann können wir auch das verbauen. Und macht natürlich Sinn, wenn man schon die ganzen WCS-Komponenten als solches schon integriert hat, dann ist das natürlich schick. Ja, ich hoffe, euch hat das Projekt so ein bisschen neugierig gemacht, was wir hier alles umbauen. Und ich nehme euch da so ein bisschen auf die Reise mit, erkläre euch auch bedingtermaßen, warum bestimmte Querschnitte nötig sind im Wechselrichterbereich, warum muss ein 3000er Wechselrichter mit 120 Quadrat angefahren werden, weil da natürlich gerade im 12-Volt-Sektor unwahrscheinlich viel Ströme laufen und so weiter, warum so ein Einbau auch dementsprechend Zeit kostet, wie wir hier überall die Kabel legen müssen. Und da werde ich euch sukzessive Material sammeln und immer mal so ein, zwei Teile noch nachhängen, damit man so ein bisschen auch den Umbau nachvollziehen kann und ihr vielleicht ein bisschen einen Einblick kriegt, auch in unsere Arbeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen interessant. Wenn, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Wenn ihr ganz verrückt seid, drückt auf die Abo-Taste, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wir werden gerade im Technikbereich immer wieder interessante Themen aufgreifen und euch natürlich entsprechend mitnehmen. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen, alles Gute, schöne Grüße aus Dinkelsbühl und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.